Für die Frösche. Ich habe mal in einem Hotel übernachtet und direkt vor dem offenen Fenster. Wow, einen Frosch. She's beautiful. Ich hoffe, sie ist noch hungry. Oh Gott. Und draußen waren Frösche und ich dachte, die hören sich an Zombie-Babys. Okay, was mache ich denn jetzt? Erste Nachtchase sollte nicht zu schwierig sein. Okay. Ja, und jetzt herzlich willkommen zu Titan Chaser. Ja. Discord mehr habe ich auch nicht. Okay, Discord scheint ziemlich effektiv zu sein. Sehr schön, wir sind hier. Die Uhr ist stehen geblieben, okay. Ich habe einen sehr seltsamen Schatten. Vor allem, weil der Schatten wackelt, aber mein Blick nicht. Was macht man in dem Game? Ich glaube, wir schnappen uns gleich mal den Caprice Classic. Den da. Und jagen damit Monster. Ich weiß nur noch nicht wie. Use left mouse button. Walk must look closer right mouse button. Okay. Was kann man hier interagieren? Okay, okay. Bitte den Raum säubern. Ich soll im Auto gucken nach weiteren Informationen, sagt sie. Okay, ich schalte das mal aus. Bügelbrett an der Wand. Wieso ist das an? Fühlt sich toll dann, Wasser zu haben, ohne dafür einen Plan zu brauchen? Okay. Oh mein Gott. Das Badezimmer ist so groß wie ihr Apartment in Bright City. Wieso bin ich so klein? Guck mal, der Türgriff. Türgriffe sind ja normal so auf Griffhöhe. Das ist so auf Kinnhöhe hier. Erstmal Toilettenspülung betätigen. Hier ist ein Safe. Ich kann mich nicht ducken, okay? Aber ich kann springen. Was im Schatten auch gar nicht seltsam aussieht. Komm, wir springen auf dem Bett rum. Oh Mann, ich darf nicht auf dem Bett rumspringen. Das Spiel hat bisher nur 2 oder 3 Nächte. Mehr ist aber in Entwicklung. Vor allem ein Digital, wo die stehen bleibt. The place seemed creepy when I arrived, so I locked the door. The keys should be around somewhere. I don't need the lights while I'm gone. Okay, also der Raum, der Ort war sehr gruselig, als sie kam. Memory, but at least I'm well organized. Hat sie abgeschlossen. Okay. Stimmt, können ein bisschen Strom sparen, als vorher. Okay. Wir sind in einem Motel, wollen wir kurz zu den Nachbarn gucken. Being able to just walk around while everyone's on lockdown is cheering me up. Was, alle sind auf Lockdown? Das ist ja... Vermutlich. Wegen dieser Sache, die wir hier erledigen. Gut, dass bei ihm einfach mal das Licht an ist. Was haben wir denn hier? Oh, alter Mustang oder sowas? Mal zum Office gehen. Da steht jemand. Hey Jasper, was ist mit der neuen Atmosphäre? Great talk as always. Oh, die Klima ist laut. Take keys. Thanks for keeping the keys safe, Jasper. Moment, ich habe die Schlüssel hier abgegeben. Wieso habe ich die Schlüssel nicht mit ins Zimmer genommen? Das finde ich seltsam. Lockdown! Nein, es geht um Monster. Einfach Games und Demos. Ja, ich gucke jetzt noch einmal, ansonsten ist es auch ziemlich egal, glaube ich. Was da steht. Ich finde das sowieso ein bisschen doof, dass ich bei den Tags nicht Gaming oder so eingeben kann, sondern einfach nur so seltsame Sachen. Es gibt wirklich nur seltsame Tags, die man eingeben kann.
wirklich nur seltsame. Ich wollte gerade sagen, irgendwer redet da, aber ich habe meinen eigenen Stream kurz offen. Upsi Daisy. So, wir gehen hier raus. Aua, die Tür I'd say Jasper's creepy, if I haven't seen the day shift workers. Die Leute sind also alle ein bisschen gruselig. Ich denke, wir gehen mal zu unserem Auto, oder? Warte mal, können wir zu Fuß hier raus? Bum, 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 bum. They don't want me to walk out of the motel without a car. They didn't say why. Spooky. Okay, man soll nicht zu Fuß raus. Sie haben nicht gesagt, so, Grand Rock Motel is actually standing on a big rock. How trivial. Ich glaube, es ist auch nicht so sinnvoll, wenn ich zu Fuß gehe, oder? Oilfields Bright City. Na gut, komm, wir holen den Heavy Chevy. Ich dachte, es geht vielleicht sogar gar nicht, dass man versuchen darf, aber es geht. Ah, das ist so hell. So. They said the engine was fixed just a few days ago, so it shouldn't bother me for another few days at least. Okay, Motor sollte in Ordnung sein, sagt sie. Das ist gut. I have nothing to store here yet. Noch nichts zum Lagern davon. I got work to do and it involves me driving. No need to take passengers seat. Ich muss fahren, bevor ich hier hinsitze. Smell of old leather, gas and alcohol. Yep, I love this car. I'll call you Christine from now on. Großartig. Wer von euch hat Stephen King Christine gelesen? Okay, wir haben hier Krabka-Koma. I don't know you, Clark, but I'm grateful. Music can save my day. Or night, actually. Also, I hope you left your booze somewhere. I might need it. Hey Clark here, I was driving this car before you. Cool job, but believe me, it gets lonely to drive in silence. So I made a mixtape for you. It's a bunch of relaxed electronic songs and some old radio shows to listen. Have fun. Cheers, Clark. Question is... I know to remember. It's not a video game. Arrow points to the north and not towards my target. It's not a video game? Okay. Was ist das für ein altes Rad? Was ist das? Jasper, I'm stuck. I need evacuation. Macht Jasper jetzt auch was? Was? That's some close encounters shit. I wasn't ready for it, but I definitely like it. Was? Was ist denn passiert? Nordlichter. Nordlichter sind schön. Okay, Loco hält sich mal wieder Ewigkeiten auf. Spotlight. Okay, Engine, Music on off, Handbrake. I guess I need the tape first. Okay. Okay, gut. Motor starten. Und dann fahren wir, denke ich. Wow, 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 wow. Okay, Loco, konzentrier dich. Ja. Dann fahren wir jetzt in die Nacht. Oh, warte, da steht auch noch was. Lost Vivern should live at Silent Peak Lighthouse. Last time seen, Windland Plains. Attracted to bright blue light. Afraid of darkness. Feels safe on bridges. Short-sighted. Satellite. Towers are recommended to use once. They are in Vivern set. Also wir suchen einen Drachen. Das ist richtig so. Sollte bei Silent Peak Lighthouse leben. Wurde in Windland Plains gesehen. Und mag helles blaues Licht. Okay, ich glaube, das ist unser Job für diese Nacht, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ist diese Tür. Öffnen und schließen. Ich habe sehr lange Arme. The National Broadcasting Company presents Lights Out. A summer revival of the okay, also wir wollen wohin? Windland Plains. Wir wollen nach links. Okay. Lights out. Everybody. A gas station. If I call Jasper from a phone booth, this will become an evacuation point instead of ground rock. If I stuck somewhere. Or when I stuck. The hour when dogs howl.
Musik erstmal aus. Windland Plains? Ja, da wurde es zuletzt gesehen. Dann fahren wir dahin. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen, wenn wir da sind und den Drachen sehen. Ich meine, wir haben einen alten Chevy. Windland Plains, they produce most of the energy for Woodville and Bright City. But I remember frequent shutdowns this time of the year. I wonder, was it because of Titans? Okay. Ich weiß nicht genau, was das Spiel von mir erwartet. Aber der Drache mag helles blaues Licht und die Nordlichter sind gerade sichtbar. Vielleicht ist er dann jetzt draußen. Ich werde mich wahrscheinlich genau das erfahren. Aber ich vermute, wir müssen das Fahrzeug hier wirklich nicht warten. Wir können es einfach benutzen, was schon mal echt cool ist. Doch ein bisschen gruselig, oder? Das Fenster mal öffnen? Hören wir dann eher was, falls irgendwas ist. Ich Idiot, hab gerade einfach den Stream ausgemacht. Bertha! Passiert. Aber sag nicht, du bist ein Idiot. Das wäre übertrieben. Also ich fahre jetzt einfach durch die Gegend, bis ich den sehe. Was macht ihr all den Stream aus? Findet ihr das Spiel so schrecklich? Ich fahre jetzt einfach durch die Gegend und hoffe darauf, dass ich einen Drachen sehe. Und dann werfe ich mit blauem Licht danach und dann sagt er, okay, ich gehe nach Hause. Oder wie ist das hier? Huch. Okay. Sorry. Der Spiegel ist auch interessant. Ich höre die Frösche. Ich habe mal in einem Hotel übernachtet und direkt vor dem offenen Fenster war ein Frosch. She's beautiful. I hope she's not hungry. Oh Gott. Und draußen waren Frösche und ich dachte, die hören sich an Zombie-Babys. Okay, was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Falls du nicht weiter kannst, kann ich dir gerne helfen. Ich kenne das Spiel schon. Cool. Zum Drachen rüberfahren und sagen, ey, steig ein, ich bin nicht nach Hause. Hallo. She probably flew to another bridge. At least it's the right direction to the silent peak. Okay. Fahren wir weiter zunächst. Ich weiß nicht genau. Du kannst mir mal sagen, was von mir erwartet wird zu tun. Und ist das hier eine Straße? Oh mein Gott. Klar, amerikanische Straße. Hm? Komm ich da nicht hoch? Doch. Easy. So. Ja. Das Ding fährt mal zu Blick. Und dann ist das halt weg. Die Straßen sind wirklich einfach nur schrecklich hier. Soll ich einen Drachen fahren? Und wo muss ich lang? Oh mein Gott. Hier ist eine Brücke. Is it her at the top of the bridge? Ich weiß nicht. Niedlich. Du sollst die Flutlichter bedienen, die über die Map verteilt sind, um den Drachen zum Leuchtturm zu locken. Muss ich jetzt mal finden, ne? Wofür habe ich hier den Taschenlampe auf dem Chevy? Mag die rückleuchten. Okay, Spotlight auch irgendwie lenken oder ist Spotlight einfach immer da, wo es jetzt ist? Seat down.
Ah, ich kann meine Sitzposition einstellen, das ist cool. Aber das hilft mir nicht weiter. Well, so this car can't work normally with the spotlight on. Good to know. No multitasking for Christine. Mach einfach mal über die Brücke. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie nicht ganz klar. Auch, selbst wenn ich jetzt weiß von dir, dass ich die Flutlichter bedienen soll. Wo finde ich die und welches nehme ich als nächstes und... Hä? Ich finde es sehr seltsam. Christine, hilf mir. Komisches Auto hier. Huch, Entschuldigung. Guck mal auf den... Ach, es gibt eine Map. Na, flip. Ach, hier ist eine Map. Okay, und ich soll es zu Silent Peak zurückbringen, oder was? Nee, zum Leuchtturm. Wo ist der Leuchtturm? Spielen Sie dieses Spiel nur auf Twitch? Ja, ansonsten wissen Sie nicht, was Sie tun müssen. Grand Rock? Ach, Grand Rock bin ich runtergefahren. Und dann bin ich hier... durch und da wieder zurück. Also bin ich jetzt da so? Die schwarzen Punkte sind die Fluglichter. Oh. Der Leuchtturm ist in Silent Peak. Okay. Aber wo bin ich? Jetzt da oder da? Ich kam auf die Straße und bin dann über den Brücken. Da bin ich vermutlich hier gerade drüber gefahren. Das bedeutet, hier hinter muss ein Flutlicht sein. Dankeschön für deinen Tipp übrigens. Das hilft mir gerade wirklich sehr. Ich weiß, das Spiel ist noch in der Entwicklung. I remember hiking around these satellite dishes with my dad. He told me they're space related, but it's probably something to deal with Titans. Ja, was ich sagen wollte, ich finde es ein bisschen schade, weil das Spiel also gar nicht wirklich Informationen gibt, was man jetzt tun soll. Und sagt, ja, fahr da mal hin. Guck mal, Drache. Ja, okay. Fahre ich denn jetzt richtig? Ich fahre jetzt im Prinzip da lang. Ich bin sehr verwirrt. Zurückfahren, der weiße Kasten. Ich bin jetzt weg, muss noch ein bisschen was im Haushalt machen. Na gut. Bisschen aufräumen und so. Bis dann, war schön, dass du da warst. Der weiße Kasten, ich bin dann vorbeigefahren. Wenn man erstmal weiß, wo man nach dran suchen muss, dann hilft das natürlich auch. Weiße Kasten. Bums. Hier. Okay. We never came this das close. Ist ein. There were patrols around. Das ist ein Hebel. Switch. Only one tower to work, and the wire in the short side. I need to leave only the closest one to her, one at a time. Okay, gut. Das bedeutet. Oh, das ist so gut. Danke. Das bedeutet, der nächste ist auf der anderen Seite. Ja, okay. Ich fahre hier lang. Kann ich da Musik anmachen? Next track. Ja, war das jetzt richtig? Nein. Über die Brücke und rechts ab. Genau, da kommt rechts. Zum Kasten.
Hier? The switch is on the other side. God damn it. It is on there. Was? Schalter ist auf der anderen Seite, weil ich hätte auf der anderen Straßenseite bleiben können? Echt jetzt? Alter, ist das hier. Ich hätte auf der anderen Seite bleiben können, scheinbar. Cool. Habt ihr denn Spaß? Es ist noch ein bisschen träge, finde ich. Aber vielleicht wird es ja noch besser. Ich hoffe, es wird noch besser. Wow. Es hat ja auch 40 Minuten gedauert, bis ich dann bei The Long Drive endlich meinen Gang kam. Das ist halt anfangs ist ein bisschen schwierig. Schrei hier nicht so rum. Manchmal ein bisschen schwierig, in ein Spiel reinzukommen. Also der Drache ist kurzsichtig und wird vom blauen Licht geleitet, weil ich bringe ihn jetzt einfach zurück nach Hause. Finde ich komisch. Ein bisschen mehr Anfangsstory wäre nicht schlecht. Ich meckere die ganze Zeit rum. Ich will nicht die ganze Zeit rummeckern. Ich finde es cool, dass das Spiel so... Ne? So, wie kommen wir denn jetzt? Einfach ein Stück weiter die Straße runter. Ja, ich hab's gleich, Drache. Ich glaube. Wer will anfangen? Booms. Da ist kein Schalter. Ah, warte, da ist eine Leitung. Wo führt die hin? Da. Hier. Okay. Tür, nicht Fenster. Booms. Setz dich einfach darauf. Ist okay. Nächster ist... Ich will nicht bei Woods bleiben, das ergibt keinen Sinn. Nein, ein Stück einfach hier weiter runter. Der Wagen macht das mit. Bum, 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 bum. Hier ist schon das Ding. Ist der Schalter auch hier? Ne, der ist wieder auf der anderen Seite. Ernsthaft? Da vorne ist eine Brücke. Ja, Katze, warte, wo bist du? Da bist du. Ja, ja. Brücke. Das ist wie eine Eisenbahnbrücke. Hier vorne ist der Schalter. Das ist aber auch... Wieso muss man in alten klackigen Chevy durch die Gegend fahren? Anstatt, dass man das irgendwie zentral steuern kann. Wo kommt er jetzt? Da. Ist ein bisschen komisch gerade das Spiel. Aber okay. Wow, wer baut denn solche Straßen? Uff. Gerade mal hier stehen, kann man kurz auf die Karte gucken. Wir haben ihn jetzt. Da. Ich denke, ich fahre wieder über die Brücke und dann am Wasser lang. Rumgegucke mit Loco. Macht zum alten Chevy. Also sowas mit ein bisschen Ambiente-Musik. Möglich, das zu gestalten. Diese Straße ist das wahre Monster in diesem Spiel. So, da ist das Licht. Ist da auch der Schalter? Natürlich nicht. Schalter ist hier vorne. Ups. Brauchst du ein UPS-Auto, wo man ständig einfach aussteigen kann. Nee, warte, das ist der falsche. Hier, den brauchen wir jetzt. Dan, she's going back to the bridge. This was too far for her.
Was? Fliegt zurück zur Brücke? Oh, das ist gerade ein bisschen nervig. Das war zu weit für sie. Ah, ich glaube, ich habe den aktiviert und nicht den. Ja, ich habe vergessen, über die Brücke zurückzufahren. Jetzt ist die Frage, bei welcher Brücke das Kaffee drauf ist. So ein bisschen fies, dass man auf der Karte nicht sieht, wo man jetzt gerade ist. Ich bitte zurück zur Straße. Da ist die Straße. Ist jetzt bei dieser Brücke oder ist sie wirklich zur anderen Brücke zurückgeflogen? Wirklich zu gut dahin sind. Uff, Drachen. Okay. Was denkst du eigentlich über Elektroautos? Ja, echt gerade sieht man auch nicht, wo man ist. Ja, das stimmt. Ja, Elektroautos, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich habe ein Video darüber gesehen, dass es auf Dauer gesehen doch nicht so ist, dass die... Ist jetzt da oben? Der Umweltstatistik schlechter sind als echte wegen Batterien und so. Ich weiß es nicht. Ich bin da gemischter Meinung, könnte man sagen. So, der Drache ist wieder bei dieser Brücke. Ich wollte, wir müssen wieder zu diesem Schalter. Switch. Der nächste war auch auf dieser Seite, der nächste Schalter. Ach, sie hat es gerade nochmal erklärt, es gibt nur genug Energie für ein... Dass eins dieser Dinge läuft. Hat schlechte Augen der Drache und deswegen hat Loco sich verfahren. Nein, deswegen kann man immer nur, muss man einen nach dem anderen anschalten, kann ich einfach alle laufen lassen. So. Gut, da lang wollte ich, genau. Das ist okay. Noch das mit der kleinen Schale. So, da vorne ist der Leuchter. Und die Leitung geht darüber an den Kasten. So. Okay, jetzt wieder über die Brücke. Ja, wir können auch vielleicht die Brücke hin. Geht das? Ich gehe mal Brücke mit dem Caprice. Das ist nicht das schmalste Auto, ne? Fahr bitte zurück, fahr bitte zurück. Loco hat vielleicht in einem Nicht-Autospiel das Auto festgefahren. Ich kann erstmal darüber laufen und Schalter drücken. Ich glaube, ich könnte sogar zu Fuß laufen. Da sehe ich zumindest mehr. Wo ist unser Drachi-Drache? Da vorne! Sieht ein bisschen aus wie aus Ark. Wer weiß, vielleicht haben sie sich ein Player-Mobil. Ein Player-Modell so gelegen davon. Die Musik ist sehr laut. Okay, kann ich gleich mal leiser drehen, wenn ich es wieder benutze. Just a few turns left. Ich hoffe nur, wir kriegen unseren Chef wieder raus. Ansonsten. Müssen wir den Rest zu Fuß machen. Das wäre echt unglücklich. Ich glaube, wir haben ihn unwiederbringlich festgefahren.
Okay. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte mir mal eben die Karte hier abfotografieren mit meinem Handy. Wie du? Ja. Okay. Kannst du auch Jasper rufen? Ja, aber wird dann nicht die Missionsleiter gerufen, zersetzt? Kannst du mal machen. Jasper, I'm stuck. I need a vacation. Was passiert jetzt? I'm becoming a little dizzy after this. You mean you've never even had a dream after, you know, eating a Welsh rare bit of midnight or surrounding a dozen green apples or anything like that? Ob der Drache jetzt noch da ist, wo wir ihn zuletzt hatten? Ich muss mich kurz orientieren, aber ich glaube... Ja, ich muss noch links. Okay, das ist praktisch. Auch wenn es irgendwie komisch ist. Kommt da hingelaufen und holt mich mit dem Auto und schließt auch nicht die Tür. Er holt mich einfach so, wie das Auto halt war. Oh. Kannst du auf die Karte gucken? Das ist unser Drachenkönchen. Sollte er nicht hier sein? Sollte hier nicht unser Drache sein? Ja, hier bei dem Ding. Ja, okay, sitzt da auch drauf. Das ist ja unauffällig, weil es ja nur ein Drache. Den kann man schon mal übersehen, Loco. So. So, wir sind jetzt, Okay, jenseits der Brücke. Erstmal weiter in diese Richtung, dann kommt die Brücke. Und da kommt noch so ein Ding. Achso, ich wollte Musik ausschalten. So, und hier geht die Leitung lang. Zu dem Stromkasten. Zu dem Schalter. Ding. Da kommt er. Okay. Dann sind wir jetzt hier. Müssen wir jetzt auf die andere Seite. Ja, zurück zur Brücke auf der anderen Seite. Es kann sein, dass der Schalter da auf dieser Seite ist. Traue ich dem Spiel zu. Lass uns das als erstes prüfen. Nee, der Schalter ist auch auf der anderen Seite. Da kommt keine Brücke mehr, ne? Nee, okay, wir müssen zurück zur Brücke und über die Brücke. Okay. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr das Spiel gerade findet und ob es euch Spaß macht. Ich weiß noch nicht, ob wir noch alle drin sind. Denn ihr seid definitiv nicht mehr so aktiv geworden. Wenn es euch absolut nicht gefällt, können wir auch zurück zu The Long Drive. Schreibt es mir mal in den Chat. Ich denke, wir werden diese Mission auf jeden Fall beenden, aber irgendwie finde ich es gerade nicht so super spannend. Also, da steckt bestimmt Arbeit drin, das wird auch großartig, aber jetzt gerade finde ich es ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Das müsste hier sein, ne? Der hier. Den wir eben zu früh benutzt haben. Ja, okay. Okay. Dann setzt sich der Drache da oben drauf. Vollkommen logisch.
müssen jetzt hier. Da fällt ein runter zur Küste. Zur Küste. Runterfahren zur Küste. Es könnte sein, dass das dieser Schalter hier ist. Oder? Ja. Ich glaube ja. Drücken wir den mal. Ja. Ich meine, es ist irgendwie cool mit diesem Drachen und Nebel und mit dem Chevy durch die Nacht fahren. Es hat was. Es hat definitiv was. Es hat schon irgendwie das, was ich erhofft habe, dass es hat. Aber es wirkt jetzt nicht so, als ob das für uns schon das ganze Spiel wäre. Da ist das Licht. Da irgendwo ist der Schalter. Drei Leute sind für The Long Drive. Ja, okay. Wir bringen den Drachen noch eben zu seinem Leuchtturm zurück und dann widmen wir uns wieder dem Bus. Habe ich ehrlich gesagt gerade auch irgendwie eine Lust drauf. Oh, so schön. Mag man bringen. Just a few towers left. Wir sind jetzt da. Ne, da schon, ne? Ich frage mich auch wirklich, ob es die Leute gibt, die auf der Straße bleiben, weil. Lohnt sich nicht. Dann, gut, geht ja auch teilweise gar nicht. Man muss ja von der Straße runter, um die Schalter zu erreichen. Was ist das jetzt denn, dieser Schalter? Wenn man mit Handbremse anhalte und nur die Tür aufreißt. Das will ich jetzt auch noch mal sehen. Mit dem Nordlicht. Booms. Dramatisch und so. Ich hoffe, wir können die Nachricht zum Schluss mal so richtig sehen. Das wäre cool. Ich glaube, es ist nicht mehr ein Few Towers left. Das ist jetzt zum letzten Turm. Und wo ist er jetzt? Wo ist der Turm? Vorne. Ich glaube, wir müssen. Wir können, glaube ich, auch auf die Straße. Das müsste ja, glaube ich, zu diesem Silent Peak da Dings hinführen. Denke ich? Hier ist Straße. Da ist Straße. Ja, genau. Nee, die Straße führt nicht zum Leuchtturm. Der Leuchtturm ist in den Bergen, in den Wäldern. Okay. Easy. The Silent Peak. A lot of bad memories around here. Das glaube ich bei der Straße. Aber ordentlich geländegängiges Fahrverhalten hat das Motorrad. So, hört mal hier an, wir sind gerade so schön auf dem Berg. Bleib mal stehen, bitte. Okay, wir sollten das Auto nachher hoffentlich wiederfinden können, auch wenn es sich langsam fortbewegt. Da vorne ist der Drache. Schalter! Das ist schön mit dem Auto. Okay. Now I should switch it off, so she can see the lighthouse. Okay. Geht es auch hier? It's done. The Wyvern will fly home now, and no one would be scared of her in the morning. I'm awesome. And I can finally return to Grind Rock to sleep. Ich bin nicht sicher. Sie hat gesagt, wir können zurück, aber da sind gerade zwei Drachen Richtung Stadt geflogen. Oh, das Auto ist stehen geblieben, denn es hat einen Baum gefunden. Ja, ich denke, wir fahren noch zurück. Engine! Ich glaube, wir lassen uns einfach abholen, denn ich stecke hier fest. Ich komme den Berg nicht rückwärts hoch. Es geht nicht. Oh, loco. Every time I feel dizzy after this. Okay, gut. So kommt man noch schnell nach Hause. Müssen wir jetzt Jasper wieder den Schlüssel bringen? Ist das Jasper? Ich glaube, das ist Jasper. Jasper! Hallo. Wo guckst du eigentlich hin? Der ist wirklich gruselig. Okay, ab in unserem Motelzimmer. Das ist, glaube ich, ganz hier drüben, ne? I wonder if they planted this tree.
or built a motel around it. Was? Fragt sich, ob sie den Baum gepflanzt haben oder das Motel drumherum gebaut. Was? Okay, Mädchen. Du brauchst Schlaf. Finally, I can rest. Ja? Still feels awesome to have water all day without schedule. It's better to save it though. Kann ich denn jetzt schlafen? Oh, schreck mich doch nicht so, wenn es auf einmal klappt. Okay, sehr schön. Grand Rock Motel. What a life. Wieso läuft immer das Wasser morgens? Still feels awesome to have water all day without schedule. Okay. It's better to save it though. Gut. Das war Dead and Chaser. Hat Potenzial. Ja.